Ja, hallo zusammen. Bevor das eigentliche Video losgeht, muss ich noch was loswerden. Ich habe festgestellt, wir haben 3000 Abonnenten, beziehungsweise sind wir jetzt drüber. Und der gute Carsten aus Nürnberg hat das genutzt und hat uns ein Geschenk geschickt. Wahnsinn. Sehr drüber gefreut. Sehr passend zu dem zweiten Discovery, den wir jetzt haben, fürs Winterauto. Und vielen Dank, Carsten. Perfektes Geschenk. Absolut getroffen. So, das wollte ich jetzt unbedingt noch vors Video setzen. Deswegen nochmal vielen Dank, Carsten, und vielen Dank an die 3000 Abonnenten, dass ihr euch meinen Kram anguckt. Ja, besten Dank und jetzt geht's mit dem Video los. Hallo zusammen. So, als allererstes haben wir was zu feiern. Über 3000 Abonnenten. Unglaublich. Hammer. Ja, 3000 Abonnenten, alter Schwede. Ich habe, ja, danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach nur vielen Dank, dass ihr euch meinen Quatsch anguckt. Ja. Was, ja, stimmt. Wir waren beim PT Cruiser, wir waren gestern beim TÜV, das habt ihr mitgekriegt, letztes Video, nicht wahr? So, man kriegt ja, wie die Werkstatt gesagt hat, für die kaputten Bremsen, die ja Traumwerte auf dem Prüfstand hingelegt haben, kriegt man für die kaputten Bremsen keine Ersatzteile. So, hätte ich jetzt nicht verpeilt, mein PayPal-Konto ein bisschen aufzuladen, hätte ich das sogar bestellen können, das wäre heute Morgen da gewesen. In diesem Fall allerdings mussten wir eben nach Schwerin fahren. Ja, selbst schuld, ne? Ich habe was anderes bestellt und ich habe meine beiden Konten nicht verbunden, weil ich ganz gerne per Kfz-Ersatzteile über das PayPal-Konto mache und das andere über das andere Konto. Lange Geschichte, ist auch egal. Ja, wie gesagt, alle Ersatzteile für dieses Fahrzeug sind immer verfügbar. Auch insofern haben die totalen Schwachsinn erzählt. Man kriegt keine Ersatzteile für das Auto. Man kriegt alles. Bis zur letzten Schraube. So. Plastiloop. Damit kriegen wir das auf die Reihe, dass die Bremssättel wieder vernünftig fluppen. Das werde ich mal vorsorglich machen. Es kann ja sein, dass das AGR-Ventil da oben so ein bisschen reingehauen hat. Wie gesagt, neue Bremsflüssigkeit, definitiv. Und hier haben wir einen Benzinzusatz zum Reinigen. Ja, das soll uns genügen, um das Auto durch den TÜV zu kriegen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich bin einfach mal so naiv. Und weil die Fragen gekommen sind, der Wagen ist schon weg. 20 Minuten nach dem Vorstellungsvideo des PT Cruiser, dass wir den gekauft haben, ging sofort das Telefon, haben. Ja, der hat schon eine neue Besitzerin. Verliebt. Hochgradig verliebt. Das kann passieren. Wenn man ein schönes Auto ist. Ja, wie gesagt, es gibt nur zwei Parteien bei diesem Auto. Die einen finden das Ding potthässlich und rennen weg und die anderen kaufen das Ding sofort. Das ist. Gibt es keine zwei Meinungen. Gibt nur diese zwei Meinungen und das war's. Mehr gibt's nicht. Potthässlich, gib her oder kaufe ich oder schmeiß weg. Das sind die beiden Dinger, die. Das ist multipler Fiat, ne? Das gleiche in Grün. Multipler Fiat. Die einen finden das Konzept wahnsinnig gut, ich auch. Ne? Dieser Sechssitzer auf sehr wenig Raum. Und die anderen möchten das Ding am liebsten verbrennen. Oder erschlag es, bevor es Eier legt. Auch ein schöner Spruch. Ich finde das Konzept auch toll. Mein Gott. Und als Erdgasfahrzeug, warum nicht? Aber die werdet ihr nicht mehr finden. Obwohl das wirklich gute Autos sind, die werdet ihr nicht mehr finden. Die ganzen Katalysator-Idioten haben die Dinger nämlich gekauft und gerippt. Die sind keine mehr übrig. Ihr werdet keine mehr finden. Multipler Fiat sind alle geschlachtet. Alle im Schrott. Bis auf ein paar Ausnahmen, aber ich glaube, die verkaufen die Dinger auch nicht mehr. So, wir haben jetzt also neue Bremsen.
Ich habe auch gleich ein bisschen Benzin mitgebracht, ein bisschen mehr. Wie gesagt, der Benzinzusatz läuft genauso wie der Dieselzusatz. Das gleiche in grün, nur, nee, stimmt gar nicht, in blau. Das andere ist rot. Und hier oben ist eine, so eine Kappe drin. Pro 10 Liter eine Kappe. Ich werde ein bisschen mehr reinmachen. Wahrscheinlich das Doppelte. Wie gesagt, ist auch jetzt nicht, dass er über die Autobahn gefahren wird. Er muss einfach nur laufen und sich reinigen. Und das kann er damit. Und wie gesagt, die Drosselklappe werde ich nochmal sauber machen und mal gucken, ob das AGR-Ventil was abgekriegt hat. Ist ein Benziner, deswegen kann man da ein bisschen rumasen mit Lösemitteln. So, und Bremsbeläge. Ich hätte mir so ein paar Sätze aussuchen können. Das sind jetzt die günstigsten. Ja, der Wagen wird auch in Zukunft nicht wahnsinnig weit gefahren werden. Ja, das sind, ich glaube, 20 Kilometer am Tag. Also von daher ist das ziemlich Pup, was ich da für Bremsbeläge einbaue. Die funktionieren hier und fertig. Ich hätte sie sogar noch billiger kriegen können. Noch wesentlich billiger, ne, wenn ich sie jetzt im Internet bestellt hätte. Auch da gibt es alles für dieses Auto. Ich kapiere es halt nicht, was er da für ein dummes Zeug erzählt hat. Der Kunde wird mir schon glauben. Ne? Egal welchen Stuss ich erzähle, der Kunde wird mir schon glauben. Ja, ich hoffe, dass wir langsam mal von dieser Aktion wegkommen. Ja, nicht in die Werkstatt fahren und fragen, zum TÜV fahren. Durchziehen, Mängelliste nehmen, zur Werkstatt fahren. Und dann vergleichen, wer das günstigste Angebot macht. Fertig. So, jetzt lade ich das Ding ab. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Der steckt da immer noch auf dem Trailer fest. Ich hatte gestern keine Lust mehr. Werde ihn tanken, den Zusatz reinpacken und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Ja, moin zusammen. Ja, ich bin bei der Bremse. Und sieht gar nicht so schlimm aus, muss ich sagen. Klar, wie gesagt, Rost ohne Ende. Aufgrund der Standzeit. Das ist natürlich die Belege da rauspopeln. Ja, genau da liegt das Problem. Deswegen waren die Bremswerte super, aber die Bremse stellte sich nicht mehr frei. Das ist das große Problem gewesen. Die Schiebehülsen sind toll, perfekt, aber die Belege hängen. Und frag nicht nach Sonnenschirm. Ja, mal gucken. Oh ja. Ja, das nennt man dann Rost gefressen, ne? Über die Standzeit. Ja. Das ist. Ja. Die ganzen Laufflächen hier unten. Ja, die Belege hätten noch ein paar Tage durchgehalten. Das wäre nicht das Problem gewesen, aber. Ja, wenn man es jetzt einmal auseinander nimmt, warum nicht gleich neue? Ja. So sparsam müssen wir dann auch nicht sein. Ja, der hängt richtig fest. Ja, das kriegen die Rückstellkräfte so nach Bremse natürlich nicht mehr hin. Oh ja. Ja, das heißt hier mal ein bisschen mit dem Hammer arbeiten. Ja, der ist auch trocken zusammengebaut worden. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die Bremse ist trocken zusammengebaut worden, ohne irgendwie Schmiermittel auf den Laufflächen. Ja, auf diesen Blechen laufen die hier Bremsbeläge. Und wenn die Schiebehülsen funktionieren, und das tun sie, wie gesagt, habe ich gerade schon gezeigt, ne? Kein Ding. Ich werde die trotzdem gleich nochmal mit neuem Fett versehen. Aber... Ja, und wenn der Bremsbelag da schon so fest drin hängt, wie soll er wieder freigeben, ne? Alter. Ja, wie soll sich die Bremse wieder lösen? Ja, das ist nett. Boah. Ja, okay. Ich hammer, meißel und mach und tu und hol dich gleich wieder dazu. So, da sind die beiden. Ja, die beiden Laufflächen, ne, müssen wir nicht drüber reden. Ne, schön fest. So, hier ist der Bremskolbenrücksteller. Bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Wie gesagt, günstiges Gerät.
Ein paar Aufsätze dabei. Reicht mir so. Ja. Sieht gut aus. Gut eingefahren. Gerade sehr leicht. Ja. Passt so. So, da haben wir jetzt die Schiebehülsen. Die auf der rechten Seite habe ich schon sauber gemacht. Die auf der linken Seite habe ich gerade erst rausgezogen. Man sieht, Gott sei Dank haben sie da mal frisches Fett reingemacht. Deswegen waren die wahrscheinlich auch noch gangbar. Die Bremsbeläge allerdings waren sehr trocken eingebaut. Die sind jetzt neu drin. Na, das sieht schon wesentlich schöner aus. Ja, wie gesagt, die mache ich jetzt sauber. Dann kommt da dieses Fett drauf. Wo ist es? Da. Ist direkt von einem bekannten Bremsenhersteller. Also, ne? Kann man gerne auch mal was Hochwertiges benutzen. Wir reden immer noch von der Bremse. Ne? Es ist total schön, wenn die funktioniert. Ja. Mal gucken. Einfach mit einem fusselfreien Lappen. Der fusselt nicht mehr. Ich verspreche es. Das ist ein altes Küchentuch. So, dann kommt da neues Fett drauf. Ja, ist unbeschädigt. Auch immer gerne darauf achten, der irgendwo Rostfraß hat. Wenn die Gummis hier defekt sind, fangen die an zu rosten. Ne? Und ja, dann darf das gerne ausgetauscht werden. Mal gucken, dass wir die komische Tube aufkriegen. Oh ja, das ist genau das Fett, was drin war. Also optisch gesehen jetzt. Ne? Das wird schön verstrichen. Ist auch für Kolbenbahnen, also für den Kolben im Bremssattel, wenn man den neu macht. So. So, mal gucken, soll den da wieder reinkriegen. Das garantiert ein bisschen Überschuss rauskommen. Ist aber gut so. Ne? Genau, schön überall schmieren. Und dann, platsch, ist das Gummi wieder drauf. Und da darf gerne ein kleiner Fettkragen drin stehen bleiben. Wie gesagt, wenn zwar Wasser da reinkommt, ist schnell zu spät. Die sind wichtig, die Dinger. Ist voll uncool, wenn auf der Autobahn so ein Ding nicht mehr weiter will und der das Rad blockiert. Macht keinen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man das Auto danach nicht mehr so richtig abgeschleppt kriegt. Wenn man vorher alles überlebt hat, ist hinterher dann noch nerviger. Ja. So. Gucken. So, schön verteilen. Ja, auf die nächsten 10 Jahre. Ne? Wie gesagt, immer pflegen. Bei jedem Mal, wenn ihr die Bremsbeläge macht, raus mit den Dingern, sauber machen. Das Zeug kostet, ich glaube, 2-3 Euro oder sowas in der Richtung. Das bringt euch nicht um und ne, neuer Bremssattel, neue Schiebehülsen und so weiter und so weiter und so weiter. Und ständig neue Bremsbeläge, neue Bremsscheiben, weil das alles schief läuft. Ist wesentlich teurer. Ne? Deswegen jedes Mal Bremsenwechsel ordentlich einfetten. Ja, dann funktioniert das auch mit der Bremse sehr, 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 sehr lange. Ja, wie gesagt, der kleine Fettkragen hier, der kann stehen bleiben. Ja, das sieht gut aus. Federt ein bisschen. Dann ist das alles schick. So, jetzt bastel ich den Bremskolbendach, den Bremssattel wieder da drauf und dann ist gut. Mit der Bremse. Dann geht es zur nächsten. So, die vordere Bremse ist auf jeden Fall fertig. Die Scheibe wird gleich noch sauber gemacht.
ganz in Ruhe. Ja, was sagen wir zu den Bremsbelägen? Ja, das passiert, wenn die Furz trocken eingebaut werden. Ne? Das ist, ja, immer so ein Problem. Ne? Naja, egal. Fällig wären sie sowieso gewesen, weil durch die Standzeit sind sie echt, ne? Das meine ich übrigens mit Rost gefressen hier, ne? Die werden durch den Rost hier an den Seiten abgerieben, dann hängt sich der Rost zwischen die Scheibe und den Belag. Und dann haben wir das. Ja, hier sieht man es auch, wie es ausgefranst ist. Ja, manchmal hat man Glück, dann sind die Scheiben und die Belege durch Freibremsen wieder in Ordnung. Aber in diesem Fall, ja, dumm gelaufen. Ne? Passiert manchmal. Na, 5 Jahre sind 5 Jahre. Rumstehen ist nicht so. Autos stehen sich eher kaputt, als dass sie kaputt gefahren werden. Ne? Siehe einige Autos, die 300.000, 400.000 Kilometer runter haben. Da ist meistens weniger dran. Siehe auch die Astra, die beiden. Ne? Der Schlachtwagen zum Beispiel hat 240.000 oder 250.000 Kilometer runter. Der andere 160.000. Welcher ist besser? Ne? Der Schlachtwagen ist witzigerweise das bessere Auto. Technisch gesehen. Das ist einfach so. Ja. Naja. Ändert aber nichts am Problem. Nur neue Bremsen ändern das Problem. Jetzt habe ich gerade in den Kommentaren gelesen, ob da eventuell das Abgasmessgerät einen kleinen Aussteiger hatte. Ist mir beim Schauen des Videos auch aufgefallen, dieser Fehlwert dazwischen drin. Entweder war es der Wagen, dass die OBD-Daten da nicht stimmten, die Steckdose. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal drauf achten. Da ist jetzt Reiniger drin. Wir haben den Wagen gefahren, frisches Benzin, Reiniger, haben im dritten Gang Vollgas gegeben, bei knapp über Leerlaufdrehzahl, kam nix. So nach 50, 60, 70 Metern drehten auf einmal die Räder durch. Kein Scherz, der kann richtig vorwärts. Er ist aufgewacht. Erstmal warm gegurkt, ganz langsam, und dann wirklich mal durchgelatscht. Ist sauber bis 160, da wird durchbeschleunigt. Also er scheint sich ein bisschen freigehustet zu haben. Das ist, ja, sieht nicht schlecht aus, sagen wir mal so rum. Vielleicht sind die Abgaswerte noch ein bisschen besser. Man hat übrigens mal gesehen, bei den Abgaswerten 0,02 lag das CO. Das sind gute Werte, richtig gute Werte. Also der Motor ist gesund, denke ich. Ja. Gut, dann werde ich jetzt mal die Position ändern und zu dieser Bremse da hinten rüber rennen. Bremsbeläge für hinten haben wir auch. Vorne haben wir, hinten haben wir. Ja, alles schön gangbar machen. Die Sünden der Vergangenheit verschwinden lassen. Ja. Dass alles so läuft, weiterläuft, kann ich heute noch zum TÜV und dann hat er 2 Jahre. So, bis gleich. Ja, und hier sehen wir das gleiche in grün, auch trocken zusammengebaut. Die Bremsbeläge ließen sich quasi nur mit dem Hammer lösen. Bremsscheibe, auch hier, keine Befunde. Schön, toll, alles super. Schiebehülsen. Kriegen auch neues Fett, sind aber beweglich. Also in dem Fall wieder mal festgefressene Bremsbeläge. Ja, naja, Wunder ist es jetzt nicht, wenn man das hier so sieht, aber eine Drahtbürste wird das wegkriegen. Alles kein Beinbruch. Ja, hätten wir vielleicht mal beim Einbau machen können. Okay. So, da bin ich wieder. Und da ist er wieder. So, Bremsbeläge neu, Bremsbeläge hinten neu. Wir sind übrigens beim TÜV.
So, ohne festgestellte Mängel. Abgasuntersuchung bestanden. Es war übrigens die OBD-Buchse des Autos, die das Drehzahlsignal offensichtlich hat kurz abbrechen lassen. Der Motor war es nicht. Ja. Das ist das Problem gewesen. Jetzt haben wir ein alternatives Verfahren, beziehungsweise die haben ein alternatives Verfahren angewendet über die Batteriespannung, die Drehzahl abgegriffen und ja, jetzt hat er bestanden. Ganz ohne Probleme, Abgaswerte sind top. Ja, bevor ich jetzt die OBD-Buchse da unten auseinander bastel und da alles sauber mache, können sie auch gleich an der Batterie abnehmen. Ja, TÜV ohne Mängel bei einem Auto, was bitte verschrottet werden soll, weil man keine Teile dafür bekommt und es sich nicht lohnt. So, und das ist also ein Totalschaden, wie unter dem letzten aktuellen Video so ein Experte, angeblich Kfz-Meister, erzählt hat. Das Auto ist trotzdem Schrott, egal was passiert. So, sein Ersthandfahrzeug, 86.000 Kilometer runter, der jetzt mit sehr geringem Aufwand durch den TÜV gekommen ist, ohne Mängel. Ja. Hätte ich auch gleich machen können, ne? Aber sonst wäre ja kein Content für den Kanal da gewesen. Ja. Das ist also jetzt ein Fahrzeug mit 2 Jahren TÜV, nicht wahr? Ja. Und man sollte es verschrotten. Ich kapiere es immer noch nicht. Wie kommt man auf solche dämlichen Ideen? Ist übrigens nicht so, dass ich irgendwelche Leute in die Pfanne haue, weil ich unbedingt Content zusammenbasteln möchte. Mir wäre lieber, wenn ich das nicht müsste. Ich möchte gerne vor solchen Werkstätten warnen. Wenn sich allerdings Kfz-Meister, angebliche Kfz-Meister, in den Kommentaren verausgaben und erzählen, dass das Auto trotzdem Schrott ist, egal was los ist, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht sollten solche Leute besser nicht mit Kunden in Berührung kommen und auch nicht mit Kundenfahrzeugen. Ja? So, jetzt haben wir eben zur Feier des Tages, weil er so schön den TÜV bestanden hat, haben wir eben noch eine Wäsche spendiert. Sieht doch schick aus, ne? Ne? Augen auf bei der Werkstattwahl. TÜV ohne Mängel. Abgasuntersuchung ohne Probleme bestanden. Ja? Deswegen. Vielleicht, wenn man es irgendwie hinkriegt, selbst machen. Das war jetzt ein Tag Arbeit. Dann war der TÜV erledigt. Zum TÜV fahren, die Liste holen, wenn man sich selbst zutraut, abarbeiten, wieder hinfahren. Und dann hat sich die Sache ganz schnell erledigt. Ja. Und keiner schwafelt irgendwelches dummes Zeug über den Wert eines Fahrzeugs, in dem man gerade richtig Geld versenkt hat. Ja. Ja, wie gesagt, über die Preise werde ich nicht sprechen. Wie viel der Wagen für die Leute da gekostet hat und wie viel das alles gekostet hat am Ende und wie viel ich dafür bezahlt habe, vergessen was. Ne? Die Leute können nichts dafür. Die möchte ich nicht in die Pfanne hauen, ne? Nicht hinterher, dass wir blöde Kommentare kommen. Nein. Ich denke, wir jetzt mal beim Griechen einkehren, mir ein schönes Gyros holen. Und dann ab nach Hause. Die Verliebten kontaktieren, dass der Wagen zu seiner neuen Besitzerin kommt. Er hat nämlich eine. Ja, wie gesagt, beim ersten Video. Auto vorgestellt, zack, Telefon. 20 Minuten später. Ich bin verliebt. Okay. Ja. Damit war es das für den PT Cruiser bei uns. Wünschen wir ihm ein langes Leben in seinem neuen Aufenthaltsort. Aber ich gehe davon aus, da ich die Autos repariere von dieser Familie, dass das sehr lange sein wird. Okay, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.